So, fest Feuerball. Seht ihr, hat gut funktioniert. So, im Moment, du solltest eigentlich von den Pfeilen verschießen. Und nicht mit dem Seelenbogen rumschießen. Ihr würdet doch wohl keine Pfeile schlagen. Na komm, wiederholen wir das Ganze nochmal, wenn sie da oben so schön kämpfen. Oh, hier benutzt eine Untote. So, boxen wir die mal weg. Wir sind definitiv kein nettes Volk, wenn sie Skelettkrieger benutzen. Ich weiß, ihr könnt euch auf mich verlassen. Schriftrolle. Schutz vor magischer Energie. Hm. Ich war, was immer ihr wünscht. Oh, das ist ein Hinterhalt. Zeit also hier. Was kann schneller als Au. Hallo? Sehr unfreundlich. Weißt du was? Du hast mich jetzt gerade krass. Er hat mich jetzt gerade sauer gemacht. Mal sehen, wie gut du gegen einen Lindwurm ankommst. Da hat Alisa vielleicht einen richtigen Zauber für dich. Wenn ihr nämlich so anfangt, dann kriegt ihr auch sowas auf die Nase. Ja. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Vita Mortis. Als ob du eine Wahl hättest, Aerie, was das Rumkriechen angeht. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. So, das war der Hinterhalt. Sind wir wieder beim Tempel. Beziehungsweise hier ist die Kampfarena, wo wir gegen den Etting gekämpft hatten. Dies ist die beunruhigend lebensechte Statue irgendeines grauenerregenden Wesens aus der Tiefe. Der Gestank nach dem alten Blut und Tod durchdringt die Gegend. Das sieht aus wie ein Ankeck eigentlich. Ein zu groß geratener Ankeck. Oder was anderes Böses. Ist nur also noch böser als ein Ankeck.
Wenn ihr vorhabt, an dieser Stelle vorbeizugehen, Oberweltmenschen, seid gewarnt, denn das ist kein eigentlicher Teil der Stadt der Höhlen. Dahinter liegt ein alter Ort der Dunkelelfen mit so vielen Feinden, dass es reichen würde, jeden ins Maul von Highvater zu schicken. Betreten auf eigene Gefahr. Mhm. Ja, aber sonst ist hier nichts. Dann gehen wir noch mal darum. Weil das hier sieht nach einem Weg aus. Ich will noch den Teil der Stadt erkunden. Ein riesiges, aufgerissenes Maul erhebt sich aus dem Wasser und bindet einen Altar. Es scheint sich hier um einen Tempel des Sahugin-Gottes Sikola zu handeln. Er wurde erst vor kurzem verlassen, vermutlich wegen der Invasion der Rebellen. Ja, das hier ist eine wirklich bescheidene Stadt. Es gibt den Thronsaal, es gibt den Tempel da hinten. Und alles andere ist von Rebellen überrannt. Meereszombie. Du wirst diesen Ort nicht entkommen, Sterblicher. Sei bereit. Ach komm, ist putzig. Ja? Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Schmatzgeräusch nicht leiden kann? Und das Geschrei geht mir gerade auch auf die Nerven. Kann das mal abklingen? Während ihr euch in diesem höllischen Raum umseht, schwappt eine Woge Übelkeit erregender Gestank über euch hinweg. Den blutig stehenden Tümpeln liegen verrottende Leichen in allen möglichen Größen und Formen. Haltet die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Das Gute... Nächstes Mal! Ich finde diese Geräusche so widerlich, aber was will man machen? Ja. Das sind Pfeile plus zwei. Ich will erstmal die Einser-Pfeile loswerden und die Pfeile und die Pfeile. Ja, was möchtet ihr? Okay, schön. Geld. Noch mehr Geld. Wir haben bald die 200.000er Marke geknackt. Gegengifte. Hier schleppt sogar Keldor noch mit sich rum, die Gegengifte. So. Fragten, erzählt mir mehr davon. Ja, eine recht blutige Arena.
Aber sonst haben wir alles aufgedeckt. Keine große Herausforderung. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es hier bei der Etin-Arena noch was geben sollte. Aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ich werde euch nicht töten, solange es der Erhabene befiehlt. Ich warte. So, machen wir mal hier einen Quicksave, weil mit WoW ist nicht zu scherzen. Nun gut. Genau. Nebenbei, was trägt immer ein Stiefel der Diebeskunst? Ring der Dietriche. Ja, verstanden. Das heißt, wir lassen jetzt erstmal ruhig immer und vorgehen. Keine große Herausforderung. Schön. Ich warte. Nun gut. Los, spuck es aus. Geht klar. Schwertspinne und Waldschrate, okay. Ja. Ich tue dir nie, wenn es sein muss. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Das klingt irgendwie nach dem falschen Dunkelelf. Auf geht's. Okay, okay. Oh, Mist. Und schon brauchen wir das Gegengift. Ernsthaft. Ich warte. Dankeschön, dass du sie noch lebend geheilt hast. Ist das los? Kein Problem. Also bitte, Yahira, wie konntest du dich vergiften lassen, ey? Fragt nur, wenn es das ist. Zeit aufzubrechen? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ach, meine guten Freunde, die Knochengolems. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, also hier lang? Jedenfalls waren sie, sind sie das in Icewind Dale. Jo. Ich warte. Keine große Herausforderung. Eine Falle weniger hier. Okay, okay. Verstanden. Ja, nun gut. Los, spuck es. Schön. Teufelchen. Huhu, ihr seid endlich. Huhu, es ist endlich immer zum Spielen gekommen. Ja, jemand will mit uns spielen. Und nicht dieser spießige, übergroße Fischkönig. Jawohl, der alte Fischkönig. Pfui, kein bisschen Humor. Ach, vergiss es. Aber jetzt hihi. Ihr Großleute wollt den Schatz, stimmt? Großleute wählen immer den Drauschatz, ja. Ihr könnt den Drauschatz haben. Oh ja, aber ihr müsst erst unser Spiel spielen. Hihi, ihr müsst unser Spiel spielen. Was sagt ihr, Großleute? Wollt ihr den Schatz? Ihr wollt unser Spiel spielen, ja? Warum sollte ich euer Spiel spielen? Hihi, Tja, ihr könntet gehen und in all die Truhen schauen, wenn ihr wolltet. Ja, hier, ihr könntet. Hihi, die meisten sind jetzt sowieso leer. In alle außer einer. Eine, die ist fest verschlossen, da ist der ganze Drauschatz, der ganze. Und noch etwas anderes. Sie hat ein garstiges Innenleben, das herauskommt und eure Seele raubt. Ihr seid für immer tot. Ehe, wir können die Truhe aufmachen und euch vor dem geistig garstigen schützen.